glaube, dass wir ein Riesenproblem haben werden, und wir haben das auch schon, in der Rekrutierung von, ich sage das sehr allgemein, aber sehr, doch wieder präzise, in der Rekrutierung von demokratiebewussten, aufrichtigen, nach bestem Wissen und Gewissen gestaltend wollenden Persönlichkeiten. Wenn das so weitergeht, werden wir entweder zu populistischen oder zu verbeamteten Demokratie. Mhm. Also entweder können verbeamtet, meine ich, nur mehr leider einige, die absolute Sicherheit haben, wenn sie das Wagnis eingehen, dass sie, wenn sie scheitern, auch was haben. Ob das gescheit ist, weiß ich nicht. Oder du musst einen derartigen Populismus anlegen, siehe Ungarn, dass du mit absoluter Machtfülle möglichst lange überlebst. Und ich halte das für eine dramatische Fehlentwicklung, der wir entgegengehen. Das muss man sehen. Warum? Ich bin einer von den ganz wenigen, der die Politik ohne größere Kollateralschaden aufgrund eines gesundheitlichen Problems verlassen konnte. Alle anderen haben ein massives Berufsproblem. Eine Meinung haben. Die Frage ist, die muss ich umgetreten, ist es erlaubt für einen Politiker zu sagen, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Tut mir leid, in der Pressestunde. Ist es möglich? Ich weiß es nicht. Ich habe die Frage nicht endgültig beantwortet. Also kann ich quasi sagen, der Alexander Van der Bellen hat das ein paar Mal sehr gekonnt gemacht und versucht, aber auch mit seiner Art, die unnachahmbar war, zu sagen, puh, das ist eine schwierige Frage, weiß ich nicht, aber werde mir dahinter kämen. Das ist authentisch. Ich glaube, man muss authentisch sein. Aber sonst lässt die Mediengesellschaft das nicht zu. Also hätte ich beim Armin Wolf einmal gesagt, als Finanzminister, puh, das weiß ich jetzt nicht. Dann war ich nächsten Tag vom Rücktritt gestanden. Also lassen Sie mir Zeit, ich muss nachdenken. Mhm. Weil das ist eine Häme der gesamten Medienöffentlichkeit, da haben wir einen Fuhren, da geht es um die Krisenbewältigung und der quasi nicht einmal die Frage. Und das ist eine, ich habe mir die oft gestellt, die Frage, weil es sehr authentisch und persönlich ist. Weil du bist ja authentisch, alles wissen, ja, aber weil du nicht alles wissen kannst, logischerweise. Und da gibt es diesen Ausweg, wo man dann sagt, ja, Herr Wolf, ich sage Ihnen eines, Ihre Frage ist eine sehr interessante, ich habe lange darüber nachgedacht und ich sage Ihnen, wir müssen das 1, 2, 3 so machen. Mhm. Das war nicht meine Frage, so, ach so, habe ich verschwunden. Dann ist man heraus, ne? Also zum Ersten, wir feiern heuer 100 Jahre das Jahr der Genossenschaft, das UNO-Jahr der Genossenschaften, um bei Raiffeisen wieder zu landen. Ich bin da etwas, also grundsätzlich sehe ich das, was Sie ansprechen, als den Kernpunkt der zukünftigen gesellschaftspolitischen, europäischen und internationalen Debatte. Ich glaube, dass wir das Element der Frage der optimalen Gewinnmaximierung und des ohne Wenn und Aber zur Disposition stellen müssen. Die Krise tut das auch, da kommt man immer aus, Gott sei Dank. Und die Frage ist jetzt, wie redimensionieren wir diese Gier, die Sie genannt haben, festgemacht, und das muss ich jetzt natürlich korrigieren, nicht an Raiffeisen, sondern festgemacht an Investmentbankern und Investmentbanksystemen weltweit vor allem, gelingt uns das oder nicht? Ja, ich bin bei Ihnen, es muss das Finanzsystem der Zukunft stärker orientiert werden an dem Potenzial für die Wirtschaft und für die Menschen zur Finanzierung ihrer Lebensgrundlagen, als an den eigenen Gewinnmaximierungen, bankintern. Dem fühle ich mich absolut verpflichtet. Ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt auch jetzt in der Diskussion ist. Finanztransaktionssteuer, alle diese Themen, Zugriff auf Finanztransaktionen, um Geld zu generieren, ich halte das für unverzichtbar. Ich habe damals in der Perspektivengruppe das auch festgeschrieben, bin dafür ausgelacht worden, kann mich erinnern, wüsteste Beschimpfungen. Jetzt wird es Realität, hoffentlich, weil ich davon überzeugt bin, dass auf alle Umsätze Umsatzsteuer zu leisten ist, aber nicht auf Finanzumsätze. Was soll das? Ja? Also wir können das alles diskutieren. Aber der hinterliegende Grund ist, wir müssen zurück zu einer geregelten Finanz- und Geldwirtschaft, wie das vor Jahrzehnten der Fall war. Sage aber auch dazu, Sie haben die Gier genannt. Gier und Neid und all diese Zuordnungen. Die dürfen natürlich nicht überhand nehmen, so wie sie es in manchen Bereichen getan haben. Aber, und ich würde es positiv formulieren, schütten wir jetzt nicht das Kind mit dem Bade aus, wir brauchen natürlich schon in der Gesellschaft auch den Antrieb, dass wir was wollen. Weil ich schon große Sorge habe, dass die dann, die nicht wollen, größer werden, auf Kosten derer, die wollen und leisten, und die das nicht mehr bedienen können.
Wir führen ja emotionelle Debatte und die halte ich für grundsätzlich falsch. Jetzt Lohnsteuer. In Österreich zahlen 2,4 Millionen Menschen keine Lohnsteuer. Und 2,4 Millionen zahlen sie. Wir haben ein Paritätsverhältnis, 1:1. Und das ist schlecht. Es sollte jeder Steuer zahlen, vielleicht die Höherverdiener mehr und die unteren ganz wenig, aber wir sollten doch jeden auch dazu bringen, zu zeigen, liebe Freunde, wir arbeiten um einen kleinen Anteil, winzigen am Anfang, leiste ich für das Gemeinwohl. Weil sonst wird das, was da ist, nämlich immer weniger Steuerbereite und immer mehr, die sagen, ich will an den Sozialleistungen partizipieren, der Gap geht auf und der kann nicht bedient werden am Ende des Tages. Und die Fragen müssen wir diskutieren, um die geht es ja jetzt schlusslich und endlich in diesem Sparpaketsdebatte. Also ich glaube, dass im Bankenbereich allein nicht durch die Krise, durch die Erhöhung Eigenkapital, kennt ihr viele technische Details, die jetzt schon wirken, müssen die Banken nachhaltiger werden und umdenken, tun das auch, aber da ist noch ein langer Weg zu gehen, weil in allen Banken hast du noch immer die Geschichte, dass natürlich Renditen 10%, 14%, 15% Gewinnerwartung, Aktienspekulation natürlich verlockend sind, weil da dran Bonus gebunden sind oder nicht. Aber die Bonusdebatte habe ich auch im Unternehmen bei mir. Natürlich will ich meinem Mühlenbetrieb in Schwechat, der doppelt so gutes Ergebnis hat, weil er umeinander rennt, am 10 Uhr auf die Nacht noch beim Mann anklopft, dass er Geschäft macht, oder beim Ströck, will ich mehr geben als einen anderen. Oder nicht? Weil er mir mehr Profit liefert. Also gebe ich ihm einen Bonus.